Ja, servus und moin moin, hier ist wieder euer Danny von den Craft Beer Dudes. Wir beschäftigen uns heute mit dem Lieblingsbier der Deutschen, mit dem Pilsener. 60% der Biere, die in Deutschland getrunken werden, ist ein Pilsener. Und eigentlich kommt das Ganze dann tatsächlich aus der Stadt Pilsen in Tschechien. Und zwar hatten die ein bisschen Probleme mit der Bierqualität damals, das war so im 19. Jahrhundert. Und da hatten die so ein schlechtes Bier, dass teilweise unter Protest dann am Marktplatz dann die Biere zerschlagen wurden, die Fässer, und dann ausgekippt wurden, weil die ganzen Bürger dann eben so empört waren über die Qualität. Es war ein warm vergorenes, sehr muffiges Bier. Und deswegen wurde dann 1842 der Josef Groll aus dem Brauhaus in München dann beordert nach Pilsen. Und am 5. Oktober hat er dann da sein erstes Bier gebraut. Und das war dann ein untergäriges Bier, das damals eher so nach bayerischer Brauart gebraut wurde. Das heißt, es hatte helle Malze. Pilsener Malz ist immer sehr, sehr schonend gedarrt und deswegen ist es ein sehr, sehr helles Malz. Und charakteristisch natürlich die höhere Hopfengabe. Und in Pilsen hatten sie dann so ein schönes, weiches Wasser, damit man eben dann mehr Hopfen einsetzen konnte und es wurde dann beim Trinken nicht kratzig im Hals. Also perfekte Voraussetzungen dann eben für diesen Biertyp. Und von dort an dann hat es dann auch mit der Erfindung der Kältemaschine natürlich den Einzug dann auf der ganzen Welt dann in die Brauhäuser gefunden. Und ja, heutzutage braucht man eben dann eben nicht nur in Tschechien Pilsen, sondern natürlich gerade in Deutschland dann auch oder in den angrenzenden Ländern natürlich gerne dieses leckere, helle Bier. Charakteristisch sind immer 12,5% Stammwürze. Dann auch dafür und dann eben ein schön bitterer Abgang. Ich habe jetzt hier mal von der Ratsherrnbrauerei, die in Kooperation hier mit der Beef, diese Zeitschrift für die ganzen Fleischliebhaber, dann ein Bier gebraut hat. Das ist jetzt wirklich auch ein Craft Pilsner. Das werden wir jetzt dann auch gleich sehen. Wenn ich das hier einschenke, sieht man, dass es nicht komplett durchfiltriert ist. Es ist nur eine Teilfiltration da entstanden. Deswegen hat es so einen leichten Schleier dann auch. Und wenn man dann jetzt mal hier auch rein riecht, dann riecht man dann auch den hohen Einsatz von Hopfen, der dann auch nochmal im Kaltbereich bei dem Bier gemacht wurde. Und zwar wurde dann nochmal Saphir und Citra dann im Lagertank hinzugegeben, um dann eben noch ein ganz, ganz frisches Hopfenaroma mit ins Bier reinzubringen, das man sonst so von den typischen Pilsnern eher dann eben nicht kennt. Die haben eben nur Bitterhopfen drin, meistens ist es sogar der tschechische Sasa, der dann da oft genommen wird und dann eben nur eine Bitterkeit im Abgang verursacht. Hier, wenn ich jetzt auch mal probiere, ich sag mal Prost, ne? Da spürt man diesen frischen Hopfengeschmack, als würde man wirklich in so einem Hopfenfeld stehen und Hopfenfeld stehen und es ist gerade eben Ernte und man riecht dann auch so ein bisschen an Hopfendeulen. Es kommt hier total super rüber. Macht auch total Spaß zu trinken. Es wird natürlich dann empfohlen, dass man dieses Bier dann auch zum Grillen dann eben dann verwendet. So, ich finde es auch ein super schönes Feierabendbier, einfach nach der Arbeit dann mit 4,9% mal den Feierabend einläuten. Sagt ihr mir doch, wie ihr das Bier findet und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und abonniert den Kanal. Ciao! Komplett ummantelt, nicht wie hier bei dem Kühlschrank, wo eben nur die Kühlfläche von unten kommt und bleibt dadurch auf jeden Fall so lange.